Hallo. Ein trauriger Anlass diesmal, die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Also mit der Flüchtlingspolitik der EU ist es ja ein bisschen so wie in einem Krimi von Wolf Haas, wo es am Anfang immer heißt, jetzt ist schon wieder was passiert. Der einzige Unterschied ist, in dem Krimi von Wolf Haas kommt danach irgendein fieses Verbrechen und bei der EU kommt zwar auch ein fieses Verbrechen, aber es ist immer das gleiche fiese Verbrechen, nämlich unterlassene Hilfeleistung. Man könnte auch noch treffender sagen, aktives Ersaufen lassen. Und wie sich die Ereignisse gleichen, am 19. April 2015, gerade ein paar Tage her, vermutlich über 800 ertrunkene Flüchtlinge zwischen Libyen und Sizilien. Große Aufregung, Bekenntnisse wie, wir müssen dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. Oktober 2013, 400 Tote direkt vor Lampedusa. Große Aufregung, Bekenntnisse wie, wir müssen dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. Was ist seitdem passiert, damit das nicht wieder passiert? Man hat sich in der EU zusammengesetzt und sich überlegt, dieses Mare Nostrum-Programm der italienischen Marine hat vielen tausend Flüchtlingen das Leben gerettet. Damit sowas nicht wieder passiert und Flüchtlinge nicht wieder ertrinken, sollten wir als erstes mal dieses Programm einstampfen. Das ist ziemlich logisch. Das ist total logisch. Mein Mare Nostrum, also das war auch davon abgesehen für die EU natürlich viel zu teuer. Das kostete 10 Millionen Euro pro Jahr. 10 Millionen Euro pro Jahr ist natürlich für einen der größten Wirtschaftsräume der Welt eine vollkommen unbezahlbare Summe. Das ist vollkommen klar. Meine 10 Millionen Euro, denken Sie mal drüber nach, das ist ziemlich genau die Summe, die die Kaffeekocher von Starbucks dank der Steuertricksereien des früheren luxemburgischen Ministerpräsidenten und heutigen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker an jedem einzelnen Tag in der EU nicht an Steuern bezahlen. Das ist doch vollkommen klar, dass der Betrag dann fehlt. Das ist doch Blödsinn, um es überhaupt nur zu denken. 10 Millionen Euro, mein Gott. Ja, und was kann man noch tun, damit so eine Flüchtlingskatastrophe nie wieder passiert? Also Mare Nostrum einstampfen und durch das EU-Programm Triton ersetzen. Genau, das ist die Idee. Triton kostet nämlich nur 3 Millionen Euro. Das ist schon mal ein super Konzept. Weniger Geld ausgeben. Obwohl man genau weiß, dass jetzt ja noch mehr Flüchtlinge kommen. Dafür dürfen die Triton-Schiffe, das ist der geniale Ansatz, auch nur 30 Seemeilen von der EU-Küste wegfahren. Das ist es. Das ist überhaupt die geniale Idee. Ich meine, überlegen Sie mal, wenn man jetzt nur noch einen winzigen Teil des Mittelmeers überwacht, statt die ganze Region, wo die meisten Flüchtlingsboote absaufen, dann hat man noch quasi die Garantie dafür, dass nie wieder ein Flüchtlingsboot absäuft. Genial. Ja, und das war dann entsprechend auch ein riesiger Erfolg. Allein im ersten Drittel 2015 über 1000 tote Flüchtlinge. Das ist eine Bilanz, die kann sich doch sehen lassen. Ist aber das Problem, dass es der EU nicht nur zu teuer im Mittelmeer Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Das Problem ist vor allem, wenn man ernsthaft versuchen würde, mehr Menschen vor dem Ertrinken zu retten, dann bestünde die Gefahr, dass zu viele Menschen gerettet werden. Das ist jetzt kein Scherz, sondern viele Regierungschefs der EU-Länder und ihre Minister, die denken so wie unser Innenminister Thomas de Maizière. Denn die Logik geht so, wenn man jetzt wie durch Mare Nostrum zu viele Flüchtlinge rettet, dann spielt man damit nur den Schlepperbanden in die Hände. Klar, weil die Schlepperbanden dann ja sehen, ihre geschleppten Flüchtlinge kommen wirklich in Europa an. Das geht ja überhaupt nicht. Also im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, wir lassen Flüchtlinge absaufen, als Abschreckung dafür, dass nicht noch mehr Flüchtlinge kommen. Und genau das stellt man sich unter dem Begriff wohlwollende Einzelfallprüfung im Asylrecht vor. Da denkt man sich doch glatt, Thomas de Maizière, der würde auf dem kurzen Dienstweg im Berliner Regierungsviertel einfach mal kurz plopp in die Spree fallen und würde mit vielen Aktenordnern aus seinem Arm zu ertrinken drohen. Und da würde man ihm zurufen, Herr de Maizière, tut mir leid, dass ich ihn jetzt leider nicht retten kann, aber Sie müssen das verstehen, weil wenn ich Sie jetzt retten würde, würden die Leute, würde ich ja nur den Leuten in die Hände spielen, die glauben, man könne einfach so in der Spree baden, dann würden ja einfach alle in der Spree baden, wo kommen wir denn dahin? Vollkommen klar. Damit diese Menschen, man sagt immer diese Menschen zu den Flüchtlingen, damit die erst gar nicht übers Mittelmeer fahren, gibt es wieder allerhand sehr interessante Vorschläge, wie man das unterbinden kann, an denen das Schlimmste daran ist, dass sie alle tatsächlich ernst gemeint sind. Eine Idee war zum Beispiel, man müsse nur die Bedingungen in den Heimatländern dieser Menschen verbessern. Aha, da ist vorher noch keiner drauf gekommen. Grundsätzlich ist es eine sehr gute Idee, aber im Moment verbessern die EU-Länder die Lebensbedingungen in den Heimatländern dieser Menschen unter anderem dadurch, dass sie mit riesigen Fischtrawlern vor den afrikanischen Küsten den Menschen dort die Fische vor der Nase wegfangen. Und dann kursiert auch wieder der Vorschlag,
in den nordafrikanischen Ländern Auffanglager zu errichten, wo die Menschen dann angeblich Asyl beantragen können. Hauptsache dort, nicht bei uns. Auch interessant, aber wie darf man sich das denn bitte schön vorstellen? Ein humanitäres EU-Auffanglager mit Palmen und Schwimmbecken, Frühstück, Mittagessen und Abendessen wird serviert von freundlichen EU-Angestellten, die super bezahlt werden, weil sie von Gewerkschaftschef Klaus Weselski vertreten werden. Und welcher Flüchtling leider, leider kein Asyl bekommt, der wird mit dem Linienbus durch die Sahara zurück nach Hause gefahren. Linie 132 geht nach Eritrea, die 133 geht nach Nigeria, über Goetheplatz und Ostbahnhof. Achten Sie mal aussteigen, bitte auf die Lücke zwischen dem Treppenabsatz und dem Loch, in das Sie danach fallen werden. Dankeschön. Diese unterlassene Hilfeleistung der Europäischen Union, das ist Rassismus. Überlegen Sie mal, wenn ein schwabbeliger Deutscher oder Engländer mit seiner Motorjacht auf dem Meer abbleibt, weil er am letzten Hafen statt Benzin Sangria aus Eimern getankt hat, dann rückt ein Aufgebot von Rettungsschiffen los. Dagegen ist die spanische Armada ein armseliges Häufchen von Nussschalen gewesen. Aber für ein paar hunderttausend Schwarze? Dass das wirklich Rassismus ist, meine Damen und Herren, das wird deutlich, wenn wir uns das einmal ganz kurz andersrum vorstellen. Ich lade Sie ein, stellt es euch mal vor. Wir würden in den Medien, in den Zeitungen überall Bilder sehen von Tausenden, Zehntausenden Europäern, die in schäbigen Kuttern versuchen, die afrikanische Küste zu erreichen. Aber wenn sie überhaupt ankommen, dann werden sie in noch schäbigeren Unterkünften untergebracht oder noch schlimmer, sie werden gleich von den Behörden dort wieder aufs Meer rausgezogen. Und die sagen, komm, ist doch egal, ob da welche von ertrinken. Gibt doch genug von den Europäern, da kommen doch dauernd neue nach. Ist doch scheißegal, ob das jetzt irgendwie Italiener sind oder Deutsche oder Belgier. Die einzigen unter diesen europäischen Flüchtlingen, die man sicher erkennen kann, sind die Holländer. Die versuchen tatsächlich, auf dem winzigen Flüchtlingsboot mit einem Wohnwagen zu übersetzen. Man kriegt es nicht vorgestellt. Aber es gibt da keine Ausrede. Wenn wir den Flüchtlingen nicht in dem Moment helfen, wo sie in Not geraten sind, wenn wir sie nicht ordentlich unterbringen und ihnen kein Asylverfahren gewähren, und wenn wir ein paar Tage nach der letzten Katastrophe direkt wieder so tun, als wüssten wir all das nicht, was auf dem Mittelmeer passiert, dann können wir genauso gut das ganze Mittelmeer vor Afrika unter Strom setzen. Moralisch haben wir sowieso fertig. Und ich jetzt übrigens auch. Danke. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, Mehrwert schaffen.